Vier Freunde retten Weihnachten. Eines Morgens wachte der Weihnachtsmann auf und stellte fest, dass sein Rentier verschwunden war. Besorgt ging er in den Wald, um dieses zu suchen. Im Wald war es kalt und es schneite. Auf seinen Weg traf eine große Eule, die auf einem Ast saß. Der Weihnachtsmann fragte: Liebe Eule, hast du mein Rentier gesehen? Ja, sagte die Eule, ich habe heute Nacht gesehen, wie ein Walddrache dein Rentier mit in seine Höhle genommen hat. Komm, ich helfe dir, dein Rentier zu finden. Als sie an der Höhle ankamen, schaute der Drache heraus. Er fragte: Wer stört mich da? Hier ist der Weihnachtsmann und die Eule. Ist mein Rentier bei dir? Ja, heute Nacht, als der Schneesturm kam, hatte sich dein Rentier im Wald verirrt. Ich habe es mit zu mir nach Hause genommen. Ich brauche mein Rentier jetzt dringend, um die Geschenke an die Kinder zu bringen. Ohne das Rentier kann das Weihnachtsfest nicht stattfinden. Bitte gib es uns zurück. Oh, das wäre sehr schade, wenn das Weihnachtsfest ausfallen würde. Gerne helfe ich euch, die Geschenke an die Kinder zu verteilen. Ich möchte auch mitfliegen. Gemeinsam retten wir das Weihnachtsfest. Und so retteten die vier Freunde das Weihnachtsfest und jedes Kind bekam sein Geschenk.